Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Frostpunk. Wir sind auch noch auf Pause, sehe ich gerade. Kannst du mal Gas geben? Nee, mach erstmal wieder Pause drin. Diese Anlage wurde geschlossen, genau, das passt. Er hat keine Rohnahrung, das ist auch in Ordnung. Hier haben wir schon wieder Kranke, die alle zu Hause krank sind. KZH, wie man bei Bund sagte. Warum sind wir ausgelastet in unseren Krankenmopeds? Wahrscheinlich. Kannst du einzelne Leute anklicken oder was? Hau mal direkt wieder Abendgebete raus und direkt auch noch die Predigt hinterher. Dürfen wir nicht vergessen, das immer zu machen. Zoom doch mal ran, ist doch einfacher. So, wo ist die andere gewesen? Da. Ja, wir sind voll, ne? 22 Tage, Junge, was hast du denn, ey? Gut. Wir hatten ja einen abgerissen, die müssen wir also neu bauen. Eigentlich ein Gebäude drehen. Das würde jetzt so längst eigentlich noch besser da reinpassen, ne? Das muss ich doch mal eben. Ja, die Soundeffekte, Leute, kann ich auch nichts für. Die sind so laut. Kann es auch nicht ändern. Ne, drehen kannst du nichts. Ja, hätte sein können. So. Ja, Kohle, 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 Kohle. Plus minus null gerade. Was uns natürlich jetzt gerade nicht reicht. Wir müssen uns jetzt einen kleinen Vorrat schaffen. Die Frage ist, womit geht es am schnellsten? Wahrscheinlich mit dem Holzkohlemeiler. Dann bräuchte ich auch noch ein Sägewerk. Ja, da habe ich auch gar nicht dann die Arbeit dafür. Ey, das kannst du knicken. Ich brauche echt diese Mine. Also ich kann mir jetzt keinen Kohlevorrat schaffen. Und ich könnte natürlich das erstmal so machen. Und wie sieht so aus? So wird es doch dann. Ja, so machen wir plus. Mit Snacks, komm. Ich hoffe, es werden nicht noch mehr krank. Im Zelt kühlt ist natürlich scheiße, ne? Ja, ja, ist ja gut. Das können wir knicken. Ich
Bleib doch ruhig, ey. Also immer diese dummen Kommentare. Guck mal hier, das sind schon 27 Leute. Ja. Warten. Ich warte dir auch, ey. Komm hier. Weil die kosten auch noch 10 Arbeiter. Ja, komm. Geh rein. Fertig. Aus. Auflösen. Keine Ahnung, was ich damit anfange. Vielleicht später mal. Ich glaube, aktuell kann ich es nicht beurteilen. Wo ist denn jetzt? Achso, das baut noch. Ja, ich weiß, da bin ich voller als voll gerade, aber... Rohstoffmoppets. Ja, wie gesagt, eigentlich ist das eher völlig Wumpe, wo die Dinger stehen, würde ich jetzt mal einschätzen. Deswegen baue ich da mal zwei hin. Bald das fertig ist, kann ich hier, weil Essen haben wir auch mehr. Ich meine, Kohle machen wir jetzt im Moment eh nicht so. Ja, komm, wir warten, bis wir fertig sind. Warte jetzt mal eben auf die auf die Krankenstation. Dass ich da noch eben 5 Ingenieure reinknallen kann. So, jetzt haben wir noch 2 Kranke. Ich hoffe mal, dass 3 Stationen reichen werden erstmal. So. Da können wir... Ne, da gehen nur 10. Alles gut. Das passt auch. Ja, das Problem wird halt sein, wenn es jetzt dann gleich kalt wird. Wenn das Holz hier weg ist, machen die keine Kohle mehr. Das ist so meine große Befürchtung, die ich habe. 1200. Ja. Aber ich würde den einen Dampfkern jetzt echt erstmal für die normal. Jetzt sind sie ja eh nicht zu Hause. Da müsste ich doch hier auf Dampfstufe einstellen können. Außer die paar Jäger, die sind zu Hause, ja. Aber sind auch die Arbeitsplätze und das Gewächshaus kalt. Ja, der zählt halt für die... Ja, für die Kleinen mit. Elf Kranke, ein Amputierten haben wir. So, die Forschung ist gleich fertig. Zack, Pause rein. Satte Heizkörper. So, du warst doch das mit Dampf gern, ne? Ja, muss ich haben. Wie gesagt, da stelle ich dann den Automaten rein. Es ist ja nur 2 Tage, also das kriegen wir schon hin. Da mache ich mir jetzt keine Sorgen. Aber da muss man halt drauf achten, ne? Gut. Checken wir nochmal ganz kurz. Effizienz sieht auch gut aus. Warum verbraucht er jetzt wieder weniger?
bin doch wieder auf Stufe 2 stehen. Das verstehe ich auch nicht, Kolo. Ach so. Ja, ich könnte da auch noch welche reinstellen. In den Kohlehaufen, genau sowas. Ne? Entweder die Sammelstelle sammelt oder ich kann sie direkt im Kohlehaufen machen. Aber die Sammelstellen sind halt effektiver. Genau, ich weiß nicht, was zeigt der mir denn da immer an mit Arbeitskräften? Aber gut, da machen wir jetzt auf jeden Fall Kohle noch hier. Da machen wir jetzt noch ein bisschen Plus. Das ist super. So, Essen passt auch, oder? 188 passt. So, Gesundheit, 15 müssen reichen, 15 Betten. Also im Moment haben wir 11, passt auch. Ja, das wäre natürlich schön, wenn wir das jetzt noch hätten aufgewertet bekommen, aber das werden wir wohl nicht mehr hinkriegen. Holz ist plus minus 0, wa? Ja, ein bisschen, wir machen gerade ein bisschen Gewinn, weil wir halt... den Automaten drin haben. Ansonsten machen wir nur 20 Gewinn am Tag. Mit zwei Sägewerken, aber den beiden Holzkohlemeilern. Das ist natürlich auch ein bisschen wenig. Normal müsste ich noch ein Sägewerk bauen. Bauen werde ich es auch schon mal, solange wir, oder wenn wir gleich mal ein bisschen Holz haben. Auch wenn ich keine Arbeiter habe. Aktuell haben wir natürlich Arbeiter, weil ja welche... das aus ist. Ja, ja, machen wir auch. Machen wir auch. Das ist eine ganz gute Sache. Und zwar hier konnten wir ja noch mal eins hinmachen. Mach mal so, dass du nicht so viele Bäume irgendwie wegnimmst. Mach mal so. Müssen wir wieder auf Holz warten. Boah, was ist denn los, dass ich jetzt schon wieder 0 Holz plus mache? Unglaublich, ey. Gut. Was ist mit dir los, Junge? Bist du nicht am Arbeiten oder was? Deswegen kein Holz. Den Weg zum Auftanken. Ja, deswegen machen wir kein Holz. Oh Mann, ey. Gut, Schicht ist eh gelaufen jetzt erstmal. Oh, unsere Dinger sind fertig. Was hatte ich gesagt? Essensration. Genau, können wir das abreißen? Ja, Holz werden wir eh nicht voll kriegen. Wir können hier also so lange mal ein bisschen Stahl einlagern. So. Gut, da müssen wir gleich unbedingt das Kohleding bauen. Die Kohlemine. Ja, die Londoner sind schon wieder im Aufwind hier, wie immer. Was können wir denn hier noch machen unter überhaupt?
Kinderarbeit, alle arbeiten. Nee, das muss ja nicht sein. Aber hier komme ich gar nicht hin, warum auch immer. Organtransplantation. Und hier warten sie überall auf Entscheidungen oder was? Wir könnten die Körperteile unserer Verstorbenen nutzen, um Leben zu retten und die Heilung zu beschleunigen. So würden die Toten einen Beitrag zum Überleben unserer Stadt leisten. Das hört sich doch gar nicht schlecht an. Das hat auch nichts Negatives. Na. Wollte eigentlich nur mal einen zurück. So, das war zu. Das hatten wir uns ja schon mal angeguckt hier. Pflegeheim, ja, das wissen wir auch für Amputierte. Das müssen wir auch irgendwann machen. Kampfarena, was ist das? Nichts baut besser Spannung ab, als bei einem heftigen Schlagabtausch zuzuschauen. Nach Einführung dieses Gesetzes kann noch ein. Neues Gebäude, Kampfarena. Abendkämpfe verringern die Unzufriedenheit. Duellgesetz, wie zu. Ja, hier gehen wir doch in die richtige Richtung, würde ich sagen. Komm. Bäm. Wollen wir doch mal gucken, ob wir hier ein paar Londoner mal wegkriegen. So. Ist die Frage, was das Ding kostet, ne? 20 Holz, 10 Stahl. Warte. Das hat gar nichts. Keine Heizstufe, nix. Ich hoffe. Ach, du ahnst es nicht. Das muss einen Einzugsbereich haben. Was ist denn hier hinten? Sägewerk. Ja, Leute, man hat's nicht leicht, ich sag's euch. Jetzt die Straße hier noch umbauen. Wir können sowieso mal hier die Straßen ziehen. Das ist sowieso komisch. Können wir es nämlich auch so machen. Obwohl, wir lassen das erstmal. Ich weiß halt nicht, ob das einen Einfluss auf die Effizienz hat. Mit den Straßen. Hat uns natürlich jetzt eine Menge Holz gekostet. Aber der Automator gibt ja Gas in der Nacht. Deswegen lasse ich mal machen. Der macht uns ein bisschen Holz gerade in der Nacht. War so schon schön, ne? Details so, sie sind schon schön gemacht. Oh, dass sie in der Nacht hier bauen. Gut, dann haben wir Kampfarena. Denke mal, das wird uns ein bisschen Schub geben.
Hoffnung steigt. Ja, Wahnsinn, das war ja wahnsinnig viel Hoffnung. Leute, Leute, Leute. Hier werden abends Kämpfe veranstaltet. Jeder, der in der Nähe wohnt, kann daran teilnehmen oder zusehen, um sich nach der Arbeit zu entspannen. Die Arena öffnet um 19 Uhr. Ja, Respekt. Sehr kalt. Niemand kämpft. Na ja, gut, das müssen wir dann auch mal gucken, dass wir das... ja, ist auch genau zwischen den beiden Dingern gebaut. Ich hätte sie hier hinbauen sollen, aber das ist ja kein Einzugsbereich. Ja, aber das sind halt so Sachen, die lernst du halt nur beim Spielen, ne? Kann ich mir denn... Ja, auch das halt, ihr seht, hier verschenke ich natürlich alles. Also man musste in diesem Moment baut echt... ja, ich müsste eigentlich die ganzen Gebäude, die da rumstehen, die Hütten abreißen, hier rüberholen. Ich muss erstmal gucken, was die von uns wollen. Schon wieder Ärger? Ja, gib mir mal hier eine andere Auswahl. Gib mir mal ab in den Knast mit den Jungs. Die Londoner haben noch mehr Mauern beschmäht und fordern alle dazu auf, sich ihnen anzuschließen und die Stadt zu verlassen. Manche der Parolen sollen sie lächerlich machen. Man nennt sie einen unfähigen Anführer, der unsere Einwohner nicht beschützen kann. Lächerlich, Leute. Das ist das halt, wenn es jetzt hier so richtig scheiße laufen würde, das habe ich ja schon in den letzten zwei Folgen gesagt, hier jetzt schon wieder zwei mehr, würde ich das hier alles verstehen, aber das ist ja, das entbehrt ja hier gerade jeglicher Grundlage, das ist das ja. Die haben Futter, die haben einen warmen Arsch, so, wenn es eben kalt wäre und so, dann würde ich das alles verstehen, wenn sie dann sagen würden, ja, oh, die Leute verdrücken sich oder sowas. Genau, was jetzt passiert? Geistlicher wurde verprügelt. Leute, ich brauche hier... Verbrüder Geistlicher, Captain. Ein Geistlicher wurde angegriffen, als er die Einwohner beruhigen wollte. Die wegen der Parole noch verängstigt waren. Wir sollten etwas tun, um unsere Leute zu schützen. Wir brauchen Glaubenshüter, um die Straßen zu sichern. Wir brauchen Glaubenshüter, um zurückzuschlagen. Junge, wird nicht gesichert, hier wird eiskalt in die Fresse geschlagen. Kann ja wohl so nicht weitergehen. Gründe die Glaubenshüter. Ja, mache ich. Wenn du mir sagst, wie, gründe ich die. Ist da irgendwas für bauen? Ich glaube, es hackt, ey. Könnte natürlich auch Automaten bauen, ne? Gut. Jetzt muss ich erstmal hier warten, bis er geht schon wieder auftanken oder was? Das ist gleich erforscht. Ich weiß nicht, wo ich die Glaubenshüter hier gründen muss. So. Jetzt erstmal Pause rein. Jetzt werden wir nämlich erstmal direkt, bevor wir irgendwas anderes machen. So. Ob ich ja unser... Hallo? Ob ich ja unsere Kohleecke hier genau richtig gebaut, ja? Zack.
So. Drei Tage, 21 Stunden um Glaubenshüter. Ja. Wenn ich da was erforschen muss für, dann haben wir da, kriegen wir natürlich Probleme. Oh, Fabrik wäre auch nice, ne? Dann können wir hier. Wir brauchen einfach Kerne, ne? Holzkohle, Dampfmaschine. Haus. Krankenhaus, ja, Krankenhaus, ja, da. Kommen wir zu nichts. Das wäre auch ganz geil hier eigentlich. Treibhauswärmedämmung wäre natürlich auch gut in dem Hinblick darauf, dass es bald kälter wird, ne? Weil Treibhäuser müssen natürlich warm bleiben. So, Fabrik. Ich sehe jetzt hier nichts mit. Nee. Gesetz hat aber noch Abklingzeit. Wahrscheinlich muss ich dann da was machen, denke ich mal. Um die zu gründen. Gut. Was haben wir jetzt noch? Einen Tag haben wir. Jo, das passt. Oh, Kohle sieht schon wieder schlechter aus, warum auch immer. Sollte eigentlich steigen. Ach so, Sägewerk. Ja, seht ihr? Kann ja nicht sein, dass wir hier irgendwelche arbeitslosen Leute haben, ne? Jetzt ist mein Fenster da im Weg, aber gut, wir sind eher am Ende einer Folge, Leute. Bedankt mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat gefallen. Also, ich kann mich nur wiederholen. Also, wenn ihr das Spiel spielt, die Zeit, die geht so schnell rum. Das ist Hammer. Also, man ist hier voll drinne, voll beschäftigt, weil man planen muss, gucken muss. Dann hast du ab und zu hier diese Ereignisse, also ja, bis auf die Londoner Geschichte hier, die noch für mich ein bisschen unlogisch erscheint, so nicht ganz glaubwürdig zwischendrin, muss ich sagen. Ist es aber sonst top. Also bin gespannt, wie es weitergeht. Ich werde noch 1, 2, 3 Folgen machen in dieser Aufnahmesession. Ja, ich hoffe, ihr habt Spaß an dem Let's Play. Lob, Kritik, Meinung, wie immer in die Kommentare und dann bis zur nächsten Folge. Also, bis dann. Ciao.